So geil, dieser Ladebildschirm. Oh. Deshalb ist man abgestürzt. Nee. Funktioniert alles. Also, herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2016. Großer Preis von Österreich mit Team Haas, Team Red Bull und Guillaume von Ferrari. Der andere hat leider Motorfehlfunktion, dann machst du halt nix. Aber wir werden trotzdem ein spannendes Rennen auf die Beine stellen. Ist das eigentlich der große Preis von Afrika? Nee, das ist Asien. Achso. Europa haben wir so geswitcht. Ja, Europa war ja jetzt letztens erst. So, wer kriegt das erste Strafe? Wir nehmen Wetten an. Ich warte mal, bis ihr draußen seid. Ja, ich auch. Achso. Wenn ich die Pferde wieder zähle. Wo kann man denn eigentlich einstellen, wie viel Benzin man mitnimmt? Bei Setup. Bei Setup. Autoeinstellung? Wo genau? Ganz hinten. Wie ganz hinten? Ganz hinten, bei Benzinlast. Ja. Also der Kwiat fährt hier gerade mit 60 aus der Box. Ach, guck mal, der erste hat's. Ah, fahr ich erstmal mit roten Reifen raus. Ja, ich. Oh nee, jetzt krieg ich wahrscheinlich wegen hier, was weiß ich, die Liege Blocking oder so direkt so einen Scheiß, was ihr letztens immer hattet, als ihr direkt rausgefahren seid. Nee, da hatten wir Kollision verursacht, weil die KI nämlich einfach mal gesagt hat, wir bremsen, bevor ich bremsen kann. Ja, ich hoffe, das ist jetzt. Blocking krieg nur ich. Wenn man aus der Box rauskommt, nicht mehr so schlimm wie letztes Mal. Ich muss unbedingt noch die Videos von was kommt eigentlich als nächstes Rennen da in der Videoreihenfolge. Also was kommt nach Kanada? Ja, also nach Kanada kommt Österreich. Ja. Finde ich auch. Sag euch das Bionum auf. Und dann, obwohl die ach, ich hab vergessen, die Box-Dings da rauszustellen. Anzustellen. Das ist auch scheiße, direkt wenn du den Chief kriegst. Ich fahr mal raus. Alonso wird mich gleich drehen. Und gedreht. Nein. Wir stehen noch in der Box. Abstand hier, Mann. Ich war erstmal ein paar chilligere. Ich hab jetzt erstmal die roten genommen. Gerade. Genau. Wir haben doch die gerade in Zeit von. Ja, nicht ihr. Wow. Eine Sache, die reingepatcht haben, ist auf jeden Fall, dass hier Fahrhilfen einmal neu eingestellt wurden, weil ich habe jetzt Ideallinie und alle Scheißhilfen. Ach stimmt, die ist komplett. Nee, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir ist alles umgestellt. Das war jetzt nur bei der langen Kurve, sonst nicht. Mach ich nach der Runde. Ich muss jetzt einmal hier eine Bestzeit fahren. Mit allen Proben und Landbeinen. Oder ich hoffe nur, dass keine Bremshilfe an ist. Das ist schon Arsch, weil dann bremst du ungefähr 80 Kilometer vom Bus. Es fühlt sich nicht. 1,13! Dann bremst du wieder so wie in Monaco, das kennen wir ja schon. Also gar nicht? Ja, genau. Das ist ehrlich so schlimm. Ericsson ist immer schuld. Cool, ist er auch. Wobei, war Ericsson das nicht in Kanada? Au. Achso, okay. Kanada ist Rosberg einfach stehen geblieben in der heftiger Phase. Da wurde der Profi drin gedreht bei Baum. Nee. Ich glaube, ich fahre noch eine Runde. Irgendwie okay, war das nicht so. Von mir fährt der schnellste Fahrer von Belt Arianto. Geh mal weg da! So keine gute Runde. Fahren wir euch mal eine Runde. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade auf das Schild aufkloppen gewartet, wo der gekritscht hat. Ja, ich auch tatsächlich. Ich bin eventuell bin ich dann so leicht in den Arsch gefallen. Eventuell bin ich einem voll vors Fahrzeug gezogen. Das ist der hinter mir fährt und jemand, der vor dem. Ich weiß nicht, wer das ist. Genau, das ist ganz schön scheiße. Er fährt hinter irgendeinem McLaren. Button ist das. Hier fährt. Button ist das, okay. Aber eine richtige Scheißzeit. Echt mal 1-0. Richtige Scheißzeit. Ja, stimmt doch auch. 1-0-4. Ist so quasi. Oder das stimmt nicht. Kjormann fährt super, das stimmt. Der ist locker noch eines. Ich bin 1. Hat gesagt, der hat schon mal bei. Ich bin 1,10,9 gefahren. Ups. Dass du meine 1,9 gefahren bist. Ach so, stimmt. Ja, dann bin ich halt doch schon mal gefahren. Und hier die Ultras machen hier ultraschnell ab. Nein! Ja, das meinte ich doch vorhin. Das ist die Fressen, die Reifen hier. Echt? Dann. Ja, okay. Ich drin machen. Der auch mit Rot ausfahren sollen, das wird gewinnt. Ja, ich wollte erst noch mal gucken, wie die Strecke läuft. Ich will erst mal das Safe zeigen.
Ja, da bist du schon kurz nicht. Deutlich vor uns allen. Nee, das wird noch, Sepp wird die noch holen, 1,94. 1,94, 1,8 ist deutlich möglich, wenn man nicht irgendwie mit Eriksen und Haliato hinten reinfährt. Ja, ich mag diese Strecke. Ich bin ja schon froh, wenn ich unter 1,10 komme gleich. Ich box diese Strecke. Die Boxeneinfahrt hier, wenn ich da nicht immer rausfahre, dann ist was kaputt. Ja, aber fährt auf jeden Fall nicht die Box. Ich. Ach geil, ich muss mich anstehen. Wenn noch. Du kannst auch deine Farbe minimieren. Also mit den roten Reifen geht das von der Abnutzung. Du kannst eine. Pass auf, so schieße ich dich in den Rennen ab. Sepp, die Halle vor. Soll ich jetzt nochmal mit roten Reifen? Ja, das mache ich ja gerade. Ja, aber ich habe schon eine Zeit auf die Niederung gefahren. Ach so, du musst gut. Das ist nicht gut. Hast du einen Platten? Nee. Wenn die Zeit was taugt, dann kannst du ja, wenn du willst, noch ein bisschen fahren damit. Ja, nee, weil die dann abbauen. Ja, und die braucht er ja nicht. Und mit dem muss er doch starten. Ja, wenn er mit schnellere Zeit fährt, ja. Aber ja, wenn er noch mal schnellere Zeit zu fahren auf die Niederung Was meine ich denn? Ja, ich weiß nicht, ja, wer weiß. Na gut, wenn er es natürlich schafft. Aber die, wie gesagt, die bauen nicht so schnell ab, es geht. Ich gucke ja gerade ein bisschen. Jetzt kann ich gleich nochmal auf die Rennen gehen. Ja, la, la. Wer ist denn hinter mir, ganz weit hinter mir? Eriksen. Wahrscheinlich bin ich das. Da vorne ja wieder eine KI? Ja. Nein! Ja, du das. Yeah. Wieder so eine Drecksboxen-Einfahrt, ey. Drecksbox. Bist du Nachfolger von der Xbox One? Langsam, ein bisschen nachher. Was ist denn mit dem Benzin noch? Alles natürlich! Nee, Bremsassistent ist aus. Fraktionskontrolle ist auch mittel. Die Reihenlinie ist eigentlich komplett. So wie nicht. So wie nie? Ja, so wie nie. Mach den Boxenassistent aus. Mach du das. Ohne ich finde, wir sollten das alle machen, dann ist das cool. Ja, ja, ich hab den Moment aus. Es war eher ein Unfall. Ja, wenn man das, wenn halt einige das haben und andere nicht, dann ist es halt extrem zeitfressend, wenn man das anhat. Ich bin gerade ja gesagt, dass es so, dass es aus ist. Oder freiwillig. Sag mal, es ist freiwillig, das anzuhaben. Das bringt ja aber nichts. Das ist wohl wahr. Nö. Tankt der eigentlich immer nach oder muss ich jetzt mit den 5 Runden Benzin durch die ganze Qualifying fahren? Nee, die tanken nach. Blöd. Alter. Deswegen dachte, schieben sie dich ja auch immer rein. Ja, aber die haben ja keinen Tankrüssel mehr. Ja, deshalb wirst du ja reingeschoben. Teleportieren das Ganze. Achso, per Telepathie, okay. Ja. Wahrscheinlich dauert es deswegen ja, immer so lange, bis man den Monitor kriegt. Das ist bestimmt der Grund. Okay, wir merken uns, über Körbsfahren frisst ungefähr 3/10. Nein. Okay, wir merken, nasser reinzufahren ist auch nicht so zeitbaren. Doch, weil Masse ist so ein Portal in den Metern. Guck ich mal kurz, wenn ein Stück. Das wäre geil, wenn man hier bei Formel 1, bei einem Formel 1-Spiel eigene Strecken mal bauen könnte. Nein. Dann gäbe es richtige Bullshit-Strecken. Vielen Dank. Dann wäre Monaco nicht mehr die schwerste Strecke. Das stimmt auch wieder. Dann wäre das hier so Level Trackmania oder so. Mit Looping drin. Looping. Wäre immer nicht schlecht. Schön, Raikön. Aber richtig geil. Hat die Reifen warm gemacht, wenn ich gefahren bin. Die KI leckt gerade schon wieder. Was soll denn das? Ich habe nicht minimiert. Ah, das kann sein, weil ich gerade minimiert musste. Ich habe den Ingame-Server ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, aber eigentlich dürfte ja nur der Server. Nein! Ja, eigentlich müsste das nur beim Haus sein. Ja, aber bei dem Spiel weiß man das ja nicht so genau. Der Spiel ist sowieso durchschnittlich. Das stimmt nicht. Das stimmt. Ich finde 2012 um einiges schlimmer. Ja, aber was die Bugs betrifft, ist das schlimmer. Ja, das ist ja auch noch neuer. Ja, wann stellen sie hier den Support dafür ein? Jetzt kann ich nicht rausfahren, weil mein Kollege so rausgeht. 2013 gemacht, obwohl noch total viele Bugs drin waren. 2008, die das Spiel unmöglich gemacht haben. 2013. Ach, jetzt könnte mein Kollege ja Punkte holen. Also 2013 haben sie den Support hier eingestellt. Jetzt könnte... Blöd, hör doch mal zu! Dein Ferrari-Kollege.
Ja, eben. Das war jetzt mein Ausflug auf den roten Reifen. Das war, wie, so schnell? Ja, ich bin langsamer und habe nicht ein Benzin für die weitere Runde. Die Zeit ist ja richtig scheiße. Und zwar im Verkehr. Wäre vielleicht sogar was drin gewesen. Aber wer kommt denn gerade auf das Start und Ziel an? Ich bin gerade Start und Ziel vorbeigefahren. Okay. Weil ich es kann. Nicht schlecht. Ich fahre gleich über Start zu. Eine lila, eine, ich meine eigentlich, der jetzt in der Spitzkehre ist. Nee, in der roten 1-12. Warum steht da mal so rum? Ja, ich lasse euch vorbei. Ja, das ist doch nett. Pass auf, dafür gibt's auch illegal blocking. Ja, darfst nicht zu langsam werden. Halt den nicht. Halt die nicht auf, sonst gibt's illegal blocking. Nee, ich dachte, ich bin schon vorbei. Aber lass die auch nicht vorbei, sonst gibt's illegal blocking. Das, davon hast du echt Träume nachts, oder? Von den Blocken? Ja, die zwei sind halt auch gebrannte Kinder. Erst der Sepp macht auf und schneidet mal illegal blocking. Das ist ein Trauma. Ich habe auch keine Albträume, ein bisschen Albträume, ein bisschen voller Clipping-Fehler und Grafikbugs. Also die wichtigen Dinge des Lebens. Genau. Jetzt bin ich mit dem Supersoft eine Zeit gefahren, jetzt kann ich in die Box fahren. Die Schaden geht auch noch mit 11%. Am Frontflügel? Ich kann nicht mehr lenken, der ist gelb. Ich weiß nicht, wann ich da bremsen muss. Ich hab keine. Wow, shit! Bist du hinter mir? Nee. Ich bin okay, Zeitstrafe. Dann ist keine Zeitstrafe, ist Glitch. Ja, ist Glitchstrafe. Ich starte von P7. Ist das nicht sehr geil? Gut. Ja, Sepp, du wirst bis nach der zweiten Kurve schon Zweiter. Also das unverdient einen Platz gewonnen, wie schon in den letzten drei Rennen, glaube ich. Dieses Spiel mag mich. Ich kriege in jedem Rennen in letzter Zeit nur noch eine Strafe. Ja, vielleicht liegt es auch an dir, wer weiß das schon, ich krieg's nicht. Bruno, bist du schnell? Aber ich hab eins gelernt, dass er bei Schaden rennt. Ich soll die Presse nicht zu weit aufmachen, nicht in die Schnäße rumzufahren, nur den Reifen zu fliegen, den fahre ich mir sowieso ab. Ja, kannst du gerne machen. Nein. Okay, jetzt da kam es jetzt von dir, das Broschen Line. Das Broschen Line. Nein, das stimmt nicht. Oh, guck mal, du fährst auch an die Box. Da ist gerade so eine Crew-Karte aufgeploppt. Ich weiß nicht so genau. Aber da erstmal nochmal weiter, ist gut. Ja. Kommt gleich auf die Zwischenzeit an. Ganz normal sein. Ich bin aufgeholt auf dich. Du! Ich will mal noch mal hier, ich fahr nochmal raus. Ich kann nicht so gut. Ich muss nicht mehr Erster werden, aber Mono ist in dem Rennen gar nicht so schlecht. Dann sind ja schon 1-0 gefahren. Wusste ich nicht mal. Also kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Keine Ahnung, ich merke, wir haben nicht hier irgendwas zur Zeit. Wir müssen jetzt auf alle Fälle wieder tief starten. Richtig dumm. Nee, ist auch so. Guck, ich bin Zeit gefahren, ich bin roten Reifen und ja, das. Ja, ich bin gefahren, 10-7 bin ich gefahren. Roten Reifen. 10-7? Ja, okay. 1-10-7. Ja, ja, nicht so viel. Nee, nur 10-7? Ich dachte, du wärst deutlich schneller gewesen, Entschuldigung. Ja. Oder 10 Minuten, 1 vorbei. Das ist immer so ärgerlich, dass du da... Oh, Nergo! Eine 1-9-3! Ja, Nergo kann die Strecke auf alle Fälle nicht. Ja, du siehst jetzt eh ja gleich noch einen draufhauen. Nee. In der Box. So wie in Baku, das war sehr erfolgreich. Im Rennen. Cyborg, einmal kannst du noch. Einen Satz dürftest du noch haben. Ich habe immer einen Satz, aber ich weiß nicht, ob ich will. Ja, willst du. Ja, mach, sonst musst du, sonst kannst du mich abschießen in der ersten Kurve, überhol mich mal nochmal. Die Frage ist, ob ich schieße selber. Fähre die Frage ist nicht, ich brauche die Pole nicht. Ich weiß, dass ich die Rennspeed habe. Die Frage ist, ob ich mehr Pole lasse. Du bist jetzt bei 1.10.9. Ja, nehmen Sie mir ab, dann fährst du auf Ultrasoft, das ist besser für mich. Du auch? Los! Oh, er ist rausgefahren, alles gut.
Weil ich habe ja das Gefühl, dass sich deine Reifen generell sehr schnell abnutzen. Oh, wie kommst du denn da drauf? Sam ist keine Gefahr mehr, der ist nicht so weit unten. Das stimmt ja so jetzt. Scheiße. Björn und Mona mit Supersoft. Das wird echt spannend, ob die für eine Strategie fahren. Machen wir jetzt auch mal die Idee, die an der Fenster da sein. Strecke scheiße. Also ich behaupte mal, wenn ich richtig am Zeitplan mit 1.9er gefahren bin, dann war das eine Glücksrunde. Ein Glückswunder! Eine Glücksrunde, ein Wunder. Dyrock ist nicht so gut im Zuhören. Ja, ja, ich weiß. Er redet halt zu viel. 10 Plätze hinten! Jawohl! Woo! Was machst du immer? Gute Frage. Was? Die Einblendung ist nicht gekommen. Kannst du ständig strafen? Die Einblendung ist nicht gekommen, also... Ey, was Sepp kann und was nicht, das weiß ich nicht. Langsam, wenn die KI gerade rausfährt, kriegt sie doch keine Zeit mehr hin, oder? Dann gerade aus der Box. Ja, ich sehe sie. Da muss ich sagen, Alonso, da konnte Ericsson. Ich nichts für! Das werden wir dir in Kommission kriegen. Das kannst du dir gerne angucken. Ich war an einer Position, um zu überholen, weil der extrem langsamer gefahren ist. Und dann zieht er einfach nochmal nach aus und gibt mir einen mit. Danke! Der Gegner auch. Der Gegner war innen, das heißt. Da hast, ja, du hast du auch keine Strafe war. Bekommen, du hast einmal eine Strafe bekommen. Hat der eine Strafe dafür bekommen? Nö, nö, die einzigen Vorfälle sind die Drittstrafe und du und ich jeweils einmal Kurve abgekürzt. Hä? Ich hab keine Kurve abgekürzt. Ja, das steht aber so im Vorfeld. Also irgendwann. The fuck? In Runde 4 steht hier. Okay, cool, da bin ich in die Box gefahren. Das ist aber die geile Abkürzung. Oh, zwei Rocketverkehr. Das bringt dich auf P4. Du bist auf P4 vorgefahren. Trotzdem vollfahren. Alter. Hat nicht so viel Zeit gekostet. Das kostet jetzt Zeit. Okay, das war's mit der Folge, glaube ich, oder? Jetzt hier. Ja. Jetzt starte ich doch mit Ultrasoft. Also ich fahre jetzt hier noch 18 raus. Wird nicht so aus. Aber warum ist das jetzt hier gelb? Weil er ein langsamer Hamilton, glaube ich, ist oder so. Warum? Für Cyro gerade auch zu verhängen. Das ist so scheiße, ich mag die überhaupt nicht. Null. Rutscht die aber auch wie blöde. Das ist eins der Probleme. Schade. Ja, eins. Na, du gehst jetzt zur Pole. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Du hast den besseren Reifen. Ja, ich hab die Supersoft, das sind die besseren Reifen. Wie du wisst, hey, die Härte der Reifen aber ist. Aber auch meine Bestzeit aufgestellt. Ja, ich wäre die KI nicht dazwischen kommen, wäre ich von der Pole gefallen. Ich war gar nicht so weit von Nergo entfernt. War ja auch. Also ich fahre ja auch nicht absolut schnelle Zeiten, das wissen wir aus den letzten Grand Prix. Du warst doch immer Erster. Ja, ja. Und dann werde ich von Alonso gedreht und von Hülkenberg. Also im letzten Rennen war er auf jeden Fall vor dir. Die KI würde dich niemals drehen. Ja, im letzten Rennen war er vor mir, da habe ich aber auch ziemlich viel Scheiße gebaut. Ja, das kannst du gerne jetzt noch machen. Also in Runde 35 von 37 oder so. KI, die Scheiße baut, ich glaube, es hat. Ja, aber ich fand das letzte Rennen eigentlich ganz gut. Nicht mal kurz anders, wenn wir Fahrer wechseln oder nicht. Da fährt noch jemand. Ich muss nur beenden dürfen. Ja, ich hänge gerade, die machen mein Auto gerade fertig. Ja, mal schauen. Ihr könnt das auch gerne mit Kollisionen lösen. Also du bist das sowieso. Ruhe auf dem billigen Plätzchen. Für diese Session ist gut. Trockenes So. Fertig. Juhu, ich starte doch nicht ganz so weit hinten wie gedacht. Aber damit drücken Gionum und Mono in Startreihe 2 auf. Hier. Ach, sind so sieht das wohl aus. Oh, ich habe eine Achievement bekommen. Logenplatz. Die Pole.
Meins. Wohl gefahren. Warum hat er jetzt einen Leck? Also bei mir heißt es, wir warten auf Sebi. Ach so.